Heute mal ein besonderes Video, nämlich zum Thema, wie kann ich vom Handy aus faxen. Das funktioniert jetzt, was ich zeige, nur wenn man eine konfigurierte Fritzbox hat. Ich habe euch mal ein Video verlinkt, wo genau gezeigt wird, wie man eine Fritzbox konfiguriert, beziehungsweise was man dann machen kann mit der Faxfunktion. Im Grunde machen wir genau das jetzt nur vom Handy aus. Und das Handy hat ja den großen Vorteil, es hat eine Kamera an Bord. Und ich habe hier so eine Scanner-App, die heißt einfach Simple Scanner. Und damit kann ich mir sogar den Scanner quasi mit dem Handy ersetzen. Das zeige ich mal, wie das geht. Ich klicke jetzt hier auf die Kamera, damit wird im Grunde die Linse aktiviert. Und ich wähle jetzt hier ein Dokument aus, fotografiere das einfach ab. Im nächsten Fenster werde ich dann gefragt, wie ich es denn, wo denn die Ränder des Dokumentes sind. Das erkennt er relativ schlecht, weil mein Tisch natürlich auch weiß ist. So, aber das kann ich ihm ja relativ einfach hier mal korrigieren. Okay, ja, sieht ein bisschen schlecht aus, was ich da gemacht habe. Egal, bestätige ich mit okay. Jetzt habe ich hier das Dokument und jetzt kommt da drüber ein Kontrastfilter. Man kann es hier dann noch selber nachjustieren, so dass es halt leserlich ist. Ja, das passt so, das ist alles leserlich, wird schwarz-weiß gemacht. Man kann es hier unten noch ändern, aber jetzt fürs zum Demonstrieren passt das so. Genau, ich nenne das jetzt neues Dokument, auch egal. Und am Ende sage ich hier dann Share. Ganz wichtig ist, hier muss ein JPEG draus gemacht werden. Leider kann die Fritzbox nicht mit PDFs umgehen. Jetzt brauche ich einen File Manager. Ich kann jetzt hier einfach sagen Save to, also speichern unter. Und ja, hier habe ich noch einen Fax, da lege ich es rein. Jetzt ist das erstmal als JPEG so gespeichert, sieht ja schon aus wie ein gescanntes Dokument. Dann gehe ich in die My Fritz Apps, bin jetzt hier im Fax-Menü der Fritzbox. Seht ihr dann auch nochmal in dem verlinkten AVM-Video, wie ihr da genau hinkommt. Im Grunde ist das nur die Web-Oberfläche der Box. Oben muss ich auswählen, an wen das geht. Da habe ich jetzt meine eigene Nummer eingetragen und Dateianhang kann ich mir hier auswählen. Hier ist jetzt das gerade eben erstellte Bild, wähle ich aus. Ja, das war es jetzt im Grunde schon. Jetzt muss ich auf Senden drücken. Ich muss jetzt nochmal mit einer Taste an der Fritzbox bestätigen. Das kann man aber auch deaktivieren, wenn es nervt. Jetzt habe ich die Ausführung bestätigt, sage hier nochmal OK. Und jetzt bekommt man den Status des Faxversandes. So, jetzt habe ich nochmal eine Bestätigung. Fax ist versendet. Und ich mache es euch jetzt einfach mal auf, so wie es dann beim Empfänger aussehen würde. Oben habe ich dann die Seite, wo der Text gewesen wäre, wenn ich ihn reingeschrieben hätte. Und auf der zweiten Seite finde ich dann den Anhang, so wie wir ihn gerade abfotografiert haben. Die Qualität wird natürlich durchs Faxen jetzt ein bisschen schlechter, aber ihr seht, es ist noch super lesbar. Da gibt es echt nichts zu meckern. So kann ich jetzt also meinen Fax abschaffen und alles mit dem Handy erledigen. Und ich bekomme ja auch Faxe aufs Handy sozusagen, entweder über die Fritz-App oder halt per Mail, und dann kriege ich einen PDF-Anhang, so wie das jetzt auch, einfach zugeschickt. Das heißt, Handy ist ein vollwertiges Fax in dem Moment, ich kann senden und empfangen. Was will ich mehr?